Geplant war Skifahren, Berge, Schnee, alles um und dran. Die Realität, die sieht leider anders aus. Wir haben 10 Grad plus, es regnet, Shitwetter und wir sind ein bisschen im Camper gefangen. Aber ich habe 10 Tipps für euch, wie ihr euch die Zeit trotzdem um die Ohren schlagen könnt. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um ein ekelhaftes Thema, um ein dreckiges Wetter. Es geht heute um Schnee, um Regen, um Wind, um Sturm. I don't know. Alles jedenfalls Wetterungsverhältnisse, die zu euch sagen, ich gehe nicht aus meinem Camper. Normalerweise nutze ich so ein Wetter für Reisetage. Das bedeutet, ich mache eigentlich an Schlechtwettertagen richtig viel Strecke. Aber auch das, ist nicht immer vonnöten. Denn entweder hast du vielleicht gar keine Zeit dazu oder es besteht Geldmangel oder es besteht Reiserestriktion bzw. Quarantänevorschriften. Das kennen wir auch. Also es gibt auch verschiedene Gründe, die einem sagen, nee, du bleibst heute hier trotz diesen Wetters. Im besten Fall bist du noch irgendwo auf einem Städtetrip und kannst dann in Museen gehen, in Restaurant-Hopping machen oder du gehst in Schwimmbäder oder was auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, Kletterhalle etc. etc. Aber was machst du, wenn du wirklich im Camper bist, womöglich vielleicht sogar noch mit Familie und musst dir hier mal ein paar Stunden um die Ohren schlagen bei schlechtem Wetter? Da kann die Stimmung schnell kippen. Ich habe 10 Sachen für euch, wie ihr die Stimmung ins Positive wandeln könnt und ich brauche heute immer wieder eure Mithilfe, denn ihr seid heute immer wieder gefragt. Ihr werdet es sehen. Und zu guter Letzt, bei meinem letzten, dem 10. Tipp, da habe ich dann noch ein kleines Goodie für euch. Also seid gespannt, ich wünsche euch viel Spaß und trotz dem Wetter jetzt der erste Tipp. Nein, die Schlossallee. 500.000, ihr kennt diesen Klassiker. Brettspiele, das ist natürlich nichts Neues, was ich euch jetzt hier erzähle. Aber vielleicht bringt es den einen oder anderen von euch wieder auf die glorreiche Idee, irgendwas Cooles mitzunehmen. Ganz ehrlich, ich habe bei Brettspielen immer so das Problem, dass sie mir im Camper, zumindest in den Modellen, mit dem ich hier unterwegs bin, ist mir alles immer zu groß, so wie hier mit Monopoly. Du baust dann die ganzen Straßen auf, das ganze Geld und wenn sich da einer mal bewegt und das alles runterfällt, Chaos ohne Ende, Tränen vorprogrammiert. Oder die Brettspiele sind so fitzeklein, so Reisespiele, dass man immer mit so Mäuse, ich habe einfach so fette Bratzen, bei mir funktioniert das nicht. Deswegen nehmen wir immer super gern Kartenspiele mit. In unserem Fall sind es meistens bayerische Karten, da spielen wir dann Neinerl mit dem Glorn oder Schaufkopf oder Watten. Aber da gibt es natürlich 1000 verschiedene Kartenspiele. Und jetzt kommt's, schreibt immer in die Kommentare, welche Spiele, Brettspiele oder auch Kartenspiele nehmt ihr mit auf Reisen, was nimmt nicht viel Platz weg und was macht richtig viel Spaß für groß und klein. Ich bin da sehr gespannt drauf. Deswegen, sowas kommt heute immer wieder und ich erwarte mir da von euch ganz, ganz viele Tipps, zum Beispiel Romy Cup und was es da alles gibt. Also haut in die Tasten und ich werde dann auf meiner Blogseite eine Übersichtsseite machen mit allen möglichen Spielen und alles, was wir heute sonst noch so von euch an Inputs bekommen, denn dann soll das für euch eine große Inspirationsquelle werden und natürlich ganz selbstlos auch für mich ehrlicherweise. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir da zusammen was Richtiges generieren könnten. Bleiben wir aber noch ganz kurz bei dem Thema Spiele. Es muss ja nicht immer ein Kartenspiel oder so ein Brettspiel sein. Weg damit. Du kannst dir auch ganz einfach behelfen und zwar mit entweder gar nichts oder mit Papier und Stift. Zum Beispiel Berufe raten wäre so ein Spiel. Oder ich sehe was, was du nicht siehst. Oder der Klassiker, Schiffe versenken. Wir machen jetzt mal B7 bitte. Schon wieder nichts. Verdammt. Und wenn ihr Bock habt, auf meiner Blogseite könnt ihr euch eine Vorlage runterladen und da spielen wir dann nicht Schiffe versenken, sondern Camper treffen. Dann gibt es zum Beispiel noch Hangman, finde ich auch mega gut. Ich nehme ein B. Kein B. Oh. Was ich persönlich am meisten feiere, das ist Käsekästchen. Für Käsekästchen habe ich damals schon ordentlich Verweise in der Schulzeit gesammelt. Wer von euch kennt Käsekästchen, schreibt es gerne in die Kommentare. Das liebe ich, dieses Spiel. Das geht wirklich immer und überall. Hauptsache, du hast ein kariertes Blatt Papier dabei. Jetzt ist wieder an euch die Frage, welche Spiele kennt ihr noch, wo du nichts brauchst oder maximal, sagen wir mal, einen Stift und ein Blatt Papier? Ich freue mich drauf. Hackt rein in die Kommentare und wir machen sofort weiter mit dem nächsten Tipp. Was im Camper immer funktioniert, das ist das Thema, Malen und Basteln. Zumindest, wenn du ein Händchen dafür hast. Wenn du der Fantasie noch ein bisschen auf die Sprünge helfen willst, dann kannst du vielleicht auch immer ein Malbuch mitnehmen für deine Kids und so weiter. Das ist übrigens auch im Restaurant immer richtig cool, wenn die Kinder mal ein bisschen Beschäftigung brauchen. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so wirklich das Händchen für, deswegen bin ich umso mehr auf eure Hilfe angewiesen. Denn Malen und Basteln ist ja nicht unbedingt was für Kinder, das ist ja auch für Erwachsene durchaus interessant. Man liest es ja immer mehr, dass gerade Stricken und Nähen immer mehr in Trend kommt wieder und so weiter. Also insofern, ich freue mich auf eure Kommentare. Was macht ihr denn alles so zum Thema Malen und Basteln im Camper? Ab mit euren Kommentaren nach unten. Dankeschön.
Für meinen nächsten Tipp habe ich mich nach hinten begeben und mache es mir ein bisschen bequem, denn es geht um Podcasts, Hörspiele und Musik. Ich blende euch mal ein paar ein, so meine Highlights, die ich gerne höre, gerade im Bereich auch Camping. Schreibt mir da auch sehr gerne in die Kommentare, ihr kennt das ja mittlerweile schon. Was hört ihr gerne für Camping-Podcasts oder Hörspiele? Was kennt ihr da? Da bin ich sehr gespannt drauf. Ein Tipp noch von meiner Seite, wir haben beim letzten Video oder einem der letzten Videos schon mal drüber gesprochen. Ich habe immer gerne Bluetooth-Box dabei, damit ich nicht meine Aufbaubatterie mit Strom belasten muss, den ich vielleicht für meine Boxen benötige. Deswegen mache ich das Ganze mit Akku. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, weil vielleicht der andere Familienteil lesen möchte oder wie auch immer, dann natürlich Kopfhörer. Aber ich muss wirklich sagen, also so als Family ein paar Hörbücher hören, ein bisschen chillen. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit war das richtig schön, ein paar Weihnachtsgeschichten anzuhören und einfach ein bisschen abhängen. Das macht mir immer richtig viel Spaß. Und das sind auch wirklich im Camper, wenn man sich ein bisschen schön gestaltet und kuschelig macht, schöne Momente und möchte ich auch nicht missen. Was macht man noch im Camper, wenn es draußen regnet? Natürlich lesen. Also versorgt euch mit schöner Literatur. Ich weiß, es ist jetzt nicht der innovative Tipp und ich möchte euch jetzt auch nicht Autovomo verkaufen. Mir geht es nur darum, nehmt euch Literatur mit. Vielleicht auch Literatur, die euch schon auf die nächsten Reiseziele bringt, die euch ein bisschen träumen lässt. Also auch das ist alles nicht verkehrt. Meine Tipps, die ich euch in puncto Lesen mitgeben möchte, sind eigentlich drei Sachen. Zum einen nehmt euch immer ordentlich Lektüre mit. Vor allem auch Lektüre, die euch vielleicht schon auf die nächsten Roadtrips bringt. Also ein bisschen Reiseplanung, Vorbereitung, gab es ja auch schon mal ein Video zu. Das nächste ist, macht es euch bequem und zwar so, dass ihr wirklich lange lesen könnt, ohne dass ihr irgendwie Schmerzen habt. Das ist gar nicht zu unterschätzen. Und die dritte Geschichte ist, macht es euch einfach schön hier mit Lichterketten. Also da sind ja die Geschmäcker auch wieder unterschiedlich. Ich habe auch immer Kaminfeuer dabei. Ich zeige euch das gerade eben mal. Und zwar mein iPad. Ich spiele das entweder über YouTube, wenn ich Internet habe. Ich verlinke euch natürlich das entsprechende Video, beziehungsweise da gibt es 1000 Videos, aber ein, zwei verlinke ich euch hier einfach mal, wenn man kein Internet hat. Aber man will dennoch nicht auf ein Feuer vom Tablet verzichten. Da gibt es auch Apps dazu, die man offline verwenden kann. Und ja, damit kommen wir gleich wieder zum nächsten Tipp. So, rüber. Nein! Oh. Nächster Tipp ist natürlich auch Zocken. Ich finde, Zocken soll auch erlaubt sein. Gerade bei Kids. Ich habe jetzt einen 9-jährigen Sohn, der will auch mal zocken. Den lasse ich eine halbe Stunde bis maximal Stunde am Tag mal zocken. Sollte das wirklich vonnöten sein. Und gerade wenn es regnet, finde ich, spricht da nicht viel dagegen. Sofern die Spiele natürlich kindgerecht sind und für das Alter entsprechend sind. Ich selber kenne mich da zu wenig aus. Ich bin jetzt nicht so der Gamer. Aber schreibt ihr da gerne mal in die Kommentare, welche Meinung habt ihr von dem Thema Spielen, von dem Thema Zocken, welche Tipps habt ihr und ja, wie denkt ihr einfach? Ich bin gespannt. So, jetzt ist ja Entspannung nicht immer für alle angesagt. Lesen und so weiter, das finde ich schon mal für eine Stunde cool, aber danach bin ich zu hibbelig. Ich muss dann was tun, ich bin da, ich will, wisst ihr, wie ich meine? So, und worum ich mich zum Beispiel dann kümmere, sind kleine Reparaturen, also wirklich kleine Reparaturen. Ich will jetzt nicht anfangen, da groß rumzubauen. Warum aber auch nicht? Wenn es eh regnet, ist doch okay. Ich zum Beispiel muss hier meine Lampe reparieren. Seht ihr das? Die bricht hier ab. Das ist eine einfache Geschichte und um das kümmere ich mich jetzt. Und ihr macht weiter mit dem nächsten Tipp. Der nächste Tipp ist auch simpel. Ihr kennt mich, ich drehe natürlich gerne Videos, wenn es draußen regnet und wenn das Wetter nicht so richtig optimal ist und schneide die dann. Was ich aber auch total gerne mache, sind Jahresbücher. Das bedeutet, ich mache immer so zur Weihnachtszeit ein Jahrbuch über das gesamte Jahr, was ist da alles so passiert. Also wirklich ein haptisches Buch und ich kann euch sagen, das ist was Wunderschönes. Und es bietet sich wirklich an, die entsprechenden Fotos bei schlechtem Wetter schon mal vorzusortieren, denn das ist eine heidene Arbeit, das kann ich euch versprechen. Aber mir macht es halt extrem Spaß, weil einmal erinnerst du dich nochmal an wunderschöne Roadtrips oder schöne emotionale Geschichten, die du erlebt hast, wie auch immer. Und auf der anderen Seite machst du schon mal wirklich sehr, sehr viel Arbeit, indem du das alles vorsortierst und tust dir nachher leicht, deine entsprechende Bildershow zu machen oder dein Fotobuch zu kreieren oder deinen Kalender zu bauen oder was auch immer. Das bedeutet, das, was wir vorher als Tipp hatten mit Basteln und Malen, diese Kreativität, die lebe ich eben in solchen Medien aus und mir macht das total Spaß und vielleicht dem einen oder anderen von euch auch. Ja, ich weiß, für diesen Tipp, da werdet ihr mich hassen. Und zwar ist es einfach mal das Reinigen oder das Ordnung machen im Wohnmobil. Ich bin gerade unterwegs mit meinem Putzfuchs, wie man sein Wohnmobil innen reinigt. Habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Was ich total abfahre, ist dieses Fleckenspray. Und gerade wenn man so ein bisschen Muße hat, sich das Auto auch mal genau anzuschauen. Den Dachhimmel zum Beispiel, der ist mir auch aufgefallen. Da bin ich mal mit irgendwie dreckigen Händen hingekommen. Und diese Fingertapsen, die machst du mit diesem Fleckenspray einfach im Nu weg. Ist jetzt nicht so, dass ich absichtlich überall Rotweinflecken auf meine Polster mache. Aber wenn
dann kriege ich sie wieder raus und das feiere ich total. Und insofern feiere ich das halt auch, wenn es mal regnet. Aber ich weiß, das macht keinen Spaß, deswegen sofort weiter zum nächsten Tipp. Ja, ganz klar, ihr könnt natürlich auch Videos gucken und einen Tipp habe ich da für euch und zwar versucht, wenn ihr nicht Internetbandbreiten ohne Ende habt, euch die Videos vorher runterzuladen. Das geht bei YouTube, wenn du Mitglied wirst, da kann man irgendwie Premium-Mitglied werden oder wie das heißt, das weiß ich gar nicht genau, dann kannst du dir Videos runterladen, da gibt es auch so ein Probe-Abo für einen Monat, glaube ich, da könnt ihr das einfach mal ausprobieren. Oder ihr habt halt andere, naja, Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime und wie sie alle heißen. Und da könnt ihr auch Videos vorab herunterladen. Das ist dann allerdings gebührenpflichtig, das muss man auch dazu sagen. Und da schreibe ich euch jetzt einfach auch nochmal ein paar Videos auf, die mir total gut gefallen, gerade im Campingbereich. Und ihr wisst, was kommt. Ich erwarte von euch natürlich auch wieder Hilfestellungen. Alle diese Hilfestellungen von euch, die findet ihr dann zusammengefasst auf meinem Blog in den nächsten Tagen und Wochen, je nachdem, wann da von euch überall irgendwelche Kommentare eindrudeln. Und dann haben wir hoffentlich eine ganz tolle Übersicht und haben auch wieder neue Ideen für neue Filme, Videos, die wir vielleicht noch nicht kennen. Dankeschön dafür. Und mein letzter Tipp, der hat mit einem Logbuch zu tun, und zwar einem Roadtrip-Logbuch. Ich blende euch das hier mal ein. Das führe ich sehr, sehr gerne. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr so ein Logbuch schreibt oder nicht. Mir geht es immer so, wenn die Reise perfekt ist, wenn das Wetter immer super ist, wenn ich einfach keine Zeit habe, dann schreibe ich das auch nicht. Und ich hole das dann immer so nach 3-4 Monaten später auf, gucke dann immer in meinen Fotos, schaue genau, wann die waren, wo die waren, und dann trage ich wieder alles ein und erinnere mich an alles. Und das ist jetzt mein Zuckerl auch für euch. Ich habe euch mal so eine Vorlage erstellt und die könnt ihr sehr, sehr gerne bei mir im Netz runterladen. Den Link, den schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Ihr könnt das Ganze digital ausfüllen, so mache ich das ehrlicherweise, weil ich dann auch immer mein digitales Logbuch bei habe und mir, und das ist auch nochmal, das gehört irgendwie zu dem Tipp, du kannst ja nicht nur das Logbuch schreiben, sondern du kannst auch, wenn du unterwegs bist, einfach nochmal in deinem Logbuch schwelgen und kannst mal gucken, was hast du denn vor 4 Jahren gemacht. Vielleicht bringt dich das ja sogar auch wieder auf neue Inspirationen. Wenn du sagst, okay, damals war das Museum zum Beispiel noch Baustelle. Gucken wir mal, ob es jetzt wieder öffnet hat und wie es sich verändert hat. Wie auch immer. Also ich liebe das, einfach ein bisschen zu schmökern, zu schauen, wie war das Wetter. Das sind für mich wunderschöne Erinnerungen. Wie beim Punkt vorher auch mit dem Fotobuch oder hier mit dieser Lichterkette. Das sind für mich Erinnerungen, die ich auch nach vielen Jahren oder vielleicht gerade nach vielen Jahren immer wieder sehr, sehr gerne einfach mal durchblätter und mir angucke. Und gerade bei so regnerischen Tagen oder bei so Schiedwetter ist das für mich persönlich ein absoluter Traum und ich hoffe, euch geht es auch so. Wie gesagt, die Vorlage als PDF zum direkt ausfüllen, digital oder auch natürlich zum Ausdrucken und zum Beschreiben findet ihr auf meinem Blog. Ihr könnt euch sowas natürlich auch ganz, ganz einfach selber machen. Ich glaube auf alle Fälle, dass so ein Logbuch am Ende immer sehr, sehr viel Freude bringen wird. Ja, und damit bin ich mit meinen 10 Tipps durch und jetzt bin ich mega aufgeregt, welche Tipps ihr noch alle unten hier in die Kommentare reinhackt. Denn, ich habe es ja schon gesagt, ich mache mir dann die Arbeit und schreibe die alle auf meine Webseite. Den Link findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung, damit ihr und ehrlicherweise auch ich immer wieder Inspiration habt, was kann man denn machen, wenn das Wetter einfach schittig ist und wenn man an den Camper gebunden ist, damit einem die Decke nicht auf den Kopf fällt. Ja, und damit sind wir am Ende. Ich freue mich über jedes Like von euch. Das ist für mich eine Wahnsinnsmotivation, solche Videos weiterzudrehen. Ich habe ganz viele in Planung. Es kommt jetzt ganz bald zum Beispiel das Toilettenvideo. Da warten ja viele von euch drauf. Es kommt das Scheinwerfervideo. Es kommen so viele Videos jetzt in nächster Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die alle drehen und schneiden soll. Aber das werden wirklich geile Themen und ich freue mich da total drauf. Und freue mich natürlich auch extrem, wenn du wieder dabei bist. Deswegen, wenn du den Kanal auch noch nicht abonniert hast, sehr, sehr gerne abonnieren. Jeder von euch ist mir herzlich willkommen. Drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr von Fan for Van. Und jetzt wünsche ich euch, egal wohin auch immer ihr reist, dass ihr so wenig Inhalte wie möglich aus diesem Video braucht, weil ihr hoffentlich nur bei bestem Wetter unterwegs seid und kommt gesund und glücklich wieder zurück. Und ich komme jetzt zu meinem 11. Tipp und das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich liebe es auch einfach mal nichts zu machen. Ich lege mich jetzt hinten hin, gucke ein bisschen aufs Fenster und lasse mich beplätschern vom Regen und wünsche euch alles Gute und freue mich auf das nächste Video mit euch zusammen wieder. Und bis dahin alles Gute. Und wenn ihr, das habe ich noch ganz vergessen, wenn ihr das Video gerade guckt, zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, dann haben wir gerade noch so ein bisschen Neujahr. Und deswegen wünsche ich euch von Herzen alles, alles Gute für das Jahr 2022. Ganz tolle Roadtrips, bleibt vor allem gesund und dass einfach alles in Erfüllung geht, was ihr euch so vornimmt und wünscht. Und ich freue mich auf dich nächste Woche und bis dahin alles Gute. Ciao.